Hallo meine lieben Mystery-Freunde, willkommen bei einer weiteren Ausgabe der M-Akte. Unser Thema heute sind die Rückführungen. Und zwar haben wir damals ein kleines Experiment gestartet, durch Hypnose. Wir haben bestimmte Personen durch Hypnose zurückgeführt in ein Leben vor dem Leben. Einer von den ersten Klienten, die wir damals hatten, war der Nick. Hallo Nick, willkommen bei den M-Akten. Hallo. Wie war das damals, als wir das durchgeführt haben? Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, die Rückführung ging ja mindestens 30 bis 40 Minuten, allein durch die Hypnose und dann erst die Ereignisse. Du fandest dich ja damals wieder in, weiß ich noch, wenn ich mich noch erinnern kann, im Mittelalter. Wie hast du das Ganze damals erlebt? Ja, also, wie habe ich das Ganze damals erlebt? War ziemlich echt. Ich konnte die Häuser, die Leute da erkennen, was sie anhatten, die ganze Umgebung, als wäre ich quasi da gewesen, in dem Moment. Und am Ende habe ich halt auch mitbekommen, wie mein persönliches Ende damals war. Ja, du warst ja am Anfang ziemlich skeptisch mit der ganzen Sache. Da haben wir gedacht, das ist einmal gut, wenn man das einmal versucht, wenn wirklich Leute skeptisch dabei sind, dass man das einfach mal testet, um herauszufinden, ob es auch wirklich klappt. Und es hat damals wirklich hervorragend geklappt, auch bei dir. Auch die Dinge, was du damals erlebt hast, ne, das war für dich, glaube ich, auch ein bisschen, würde ich mal sagen, auch im körperlichen Sinn, auch ein bisschen anstrengend danach. Ich glaube, du hast dann ein bisschen eine Zeit gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, das war also eine ziemlich phänomenale Angelegenheit und ich bin seitdem auch davon zu 100% überzeugt und es dauert wahrlich knapp eine gute Stunde, bis dass ich wieder komplett Herr meiner Sinne war. Mich auch körperlich wieder gut gefunden habe, weil die Hypnose, die hat schon ziemlich reingehauen. Die Glieder wurden wirklich schwer. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, auch wenn man die Leute dann wieder zurückholt, quasi unter der Hypnose, dann fühlen sie sich quasi besser durch den Wind gerendert, würde man sagen. Man wird meistens dann auch mit Kopfschmerzen dann belangt und so weiter. Du warst ja nicht die einzige Person, mit der wir das durchgeführt haben. Mittlerweile waren wir dann auch unterwegs in einem Privatchat, quasi so einem Sprachchat bei Zello hieß das Ganze, dann bei Barrowork. Da haben sich dann auch diversen Klienten dann gemeldet, die dieses Experiment einmal doch durchführen möchten. Und dabei war auch einer von ihnen, die Mächti. Ja, meine lieben Freunde, Nick war nicht der Erste, den wir damals zurückgeführt haben. Es haben sich dann auch diverse andere Leute dann noch bereitgestellt, das Experiment durchzuführen. Dabei bin ich sozusagen in einen Parachat gegangen, das sich ein Sprachchat nennt, über Zello. Und da habe ich Mächti getroffen, die sich dann spontan einfach entschieden hat, ja, sie möchte das Ganze einmal durchführen und das Ganze einmal sehen, wie das Ganze vor sich geht. Und ich begrüße jetzt mal herzlich die Mächti. Hallo Mächti. Hallo. Mal eine Frage an dich. Wie hast du das Ganze erlebt? Du warst ja auch in ein Leben vor dem Leben, das sozusagen transformiert worden durch die Hypnose. Was waren da deine Erlebnisse? Also es kam mir vor, als wäre das in Deutschland im Mittelalter. Und ich bin durch eine Straße und über einen Platz gegangen, habe die Leute gesehen, was die machen, habe die Häuser gesehen, allen Details und wollte aber schnell weitergehen. War es für dich, als würdest du wirklich in dieser Zeit umherwandeln? So, es kam ja wiederum auch bei den einigen, die wir da zurückgeführt haben. Du weißt ja, danach kamen ja noch mehrere dazu. Die hatten das Gefühl, wirklich da zu sein. Also die hatten nicht irgendwie das Gefühl, in eine Traumwelt zu wandern, sondern hatten wirklich das Gefühl, mit den Tatsachen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und das Ganze wirklich zu erleben. Wie war es bei dir eigentlich so? Du warst, glaube ich, da im Mittelalter, ne? So, also das mittelalterliche Zeit war das damals, ne? Ja, das war im Mittelalter. Und nee, ich hatte schon das Gefühl, als wäre ich wirklich da. Alles, was rundum war, hat mich gestört.
zum Beispiel die Fragen, wo ich bin, etc., das hat mich wenig interessiert. Ich war auf meinem Weg und hatte es eilig. Es war sehr interessant. Ich glaube, was hast du da noch? Warst du nicht bestimmt in einem Dorf oder so? Du hast ja auch die Leute gesehen. Wie waren die eigentlich bekleidet damals? Also man kann sich vorstellen, mittelalterliche Bekleidungen. Ne? Du hast ja einiges dann auch erlebt. Ich habe dich dann auch ein bisschen nach vor, durch die Hypnose, die Zeit nach vorgebracht, bis zu dem Abschied, an dem du dein Leben ablebst. Wie war das für dich? Das Ableben? Ja, das war etwas seltsam, weil es war relativ dunkel. Ich habe gesehen, dass da noch Leute im Raum waren, konnte aber nichts konkret erkennen, weil es zu dunkel war. Sich ein Kreuz ins Gesicht. Ja, richtig. Und das war dramatisch. Nach der Rückführung, als ich dich wieder zurückgeführt habe in die normale Realität, ne, hat sich bei dir ein bisschen, glaube ich, hat das, glaube ich, einen Tag gebraucht, dass du dich ungefähr wieder richtig einordnen konntest. Du hattest, glaube ich, Kopfschmerzen und warst ein bisschen gerädert in dem ganzen Sinne. Eine ganz normale Reaktion, weil der Geist versucht ja das, oder das Unterbewusstsein versucht das irgendwie unterzuordnen zwischen Traumwelt oder Realität. Ich glaube, das war auch bei dir der Fall so, ne? Ja, richtig. Wir sind da natürlich anschließend auch nochmal haben das Experiment natürlich auch erweitert damals noch, und vor ein paar Tagen haben wir dann eine weitere Rückführung durchgestartet, und zwar mit einer Familie aus Schottland. Diese Familie betreibt auch selbst Geisteruntersuchungen, und ein Sohn von dieser Familie, und zwar der Robert, hat sich damals bereitgestellt und hat diese Rückführung quasi selbst miterlebt. Die haben damals auch die Kamera aufgestellt, um das Ganze festzuhalten. Was da passiert ist, möchte ich euch gerne mal zeigen und präsentieren. Und ihr werdet sehen, es ist sehr interessant. Danach haben wir dann auch das Experiment nochmal vollzogen und haben quasi den Geist in diesem Raum wandern lassen. Er konnte also geistlich aus sich herausgehen und konnte sich die Gegend genauer unter Betracht ziehen. Denn in diesem Haus gehen ja auch seltsame Anomalien vor sich, denn anscheinend gibt es dort immer wieder Geistererscheinungen. Und was da herausgekommen ist, das möchte ich euch gerne präsentieren, und ich wünsche euch jetzt schon mal gute Unterhaltung bei dem ersten Ausschnitt. Als ich das letzte Mal bei von Thomas Hosen dabei war und live zugehört habe, musste ich mir actually die Kopfhörer abnehmen, weil ich kurz davor war, selbst in Hypnose zu verfallen. Thomas ist immer noch in der Hypnose. Ich denke mal, sobald Robert etwas sagt, weiß ich, dass er tief genug drin ist. Damit wir auch hören, was gefragt wird, werden wir dann umstöpseln von Kopfhörer auf Lautsprecher. I'm in London. If you look closely, you can see his eyes fluttering. Narrow streets. High buildings. Enge Straßen, hohe Gebäude. Women. In dresses. Frauen in Kleidern. Men in tailcoats. Medieval. Wenn du Menschen treffen solltest,
Versuche, ihnen zu sprechen. Who can you see, Robert? Man. Er sieht einen Mann. Black ponytail. Er hat einen Ponytail. Short black beard. Kurzer schwarzer Bart. Robes. Lots of buttons. Umhänge mit vielen Knöpfen. Buckled boots. Stiefel. Du kannst dich auf die Weise durch die Zeit bewegen. Gehe nun ein Stückchen weiter nach vorne. Eine Frau. Long dark brown hair. Lange dunkelbraune Haare. A long dress. Ein langes Kleid. Over a table. Bar. Du wirst nun eine weitere Stimme wahrnehmen, die dir eine Frage stellen wird. Sofern du kannst, beantwortest du sie. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Wer ist ein Mann? Ja, meine lieben Freunde, wie ihr gesehen habt, sind da bestimmte Reaktionen hervorgetreten, allein bei diesem Jungen. Man konnte ja auch die diversen Reaktionen erkennen, wie der Junge sich im Trance-Zustand befindet und die Art der Zuckungen, die er dabei hatte. Und wir sind ja, wie gesagt, dann noch mal ein bisschen weitergegangen, haben den Jungen dann auch noch quasi ein bisschen davor geholt und haben ihn dann wandeln lassen. Ja, was da passiert ist, da sind da plötzlich urscheinliche Anomalien entstanden. Angeblich ist dann auch, wenn man genau hinguckt, erkennt man plötzlich auch eine Art Orb, das plötzlich von ihm aus seinem Körper herausschwebt, durch die Wand dann verschwindet und sich dann mit den Geistern quasi unterhält. Die Leute, die da leben, also diese Familie, wusste bisher nicht, mit welchen Geistern sie es zu tun hatten. Dazu haben wir erfahren, dass es waren deutsche Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg, die damals abgeschossen worden sind und seither umherirrten. Und das Ganze möchte ich euch jetzt mal in Kurzfassung nochmal zeigen. Ich wünsche euch noch mal eine gute Unterhaltung. Wie kann ich zurück in meinen Körper? Habe keine Angst. Du kannst dich frei bewegen. Sofern ich dich wieder leite, wirst du deinen Körper wieder entgegenkommen und du wirst wieder in ihm sein. Schau dich nun um. Was siehst du? Dad ist am Computer, Mom ist auf der anderen Seite des Bettes. Bewege dich frei in deinem eigenen Mund aus der Luft. Du hast
Ist hier außer uns noch jemand in dem Raum? Can you sense a spirit in our house? Mr. Grant. Outside. Front garden. Wir sind draußen im Vorgarten. He's taller than me. Er ist größer als ich. Da ist etwas Rotes an seiner Kleidung. Dunkelrot. Blutrot. How old is Mr. Grant? Young. Wie alt ist Mr. Grant? Er ist jung. Vielleicht späte 20er? Does he wear a uniform? Shirt and I'm killed. Does he want to speak to you, Robert? I can't understand him properly. He's speaking Gaelic Scots, maybe. Does he seem friendly? Yeah. Talkative. Is he happy to be here with us? He doesn't mind us. He likes that we know about him. Mag er mit uns hier sein? Wir stören ihn nicht. Es gefällt ihm, dass wir wissen, dass er hier ist. Does he come in this room? Kommt er in dieses Zimmer? Nein, wir sind draußen. Wir stehen dort nur. Sprechen. Is there another spirit here in this house? Alex mag in diesen Raum gehen. Er geht hin und her manchmal. Is he worried? No. Warum läuft er hin und her? Er ist gelangweilt, erwartet. What is he waiting for? Someone to join him. He's happy I'm talking to. Er wartet, dass jemand zu ihm kommt und er freut sich, dass ich mit ihm rede. I'm going up the hill to the big house. Ich gehe den Hügel hoch zum großen Haus. There are men here, but they don't speak my language. Dort sind Männer, aber sie sprechen nicht meine Sprache. Sie sprechen Deutsch. Sie sind aus dem Camp und arbeiten in den Feldern. Sie arbeiten hart, aber sie sind glücklich.
Hat jemand von euch noch eine Frage an Robert? Ist eine Frau bei dir? No, they're men. Nein, es sind alles Männer. Manche von ihnen sind Piloten. Und Freunde. His name is Franz. Sein Name ist Franz. Kannst du versuchen, mit ihm in Deutsch zu sprechen? Seine Frau ist Helga. Sie ist hübsch, blonde Haare. Meine lieben Freunde, wenn man das Ganze nun in Betracht zieht, hat man bemerkt, dass urplötzlich die Störgeräusche intensiver wurde. Vielleicht ein Zusammenhang mit der ansteigenden Präsenz in diesem Raum. Ich habe auch noch einen kleinen Hinweis dazu gegeben, und zwar in der Videobeschreibung befindet ihr übrigens den Link zu der gesamten Sitzung. Die dauert ungefähr 45 Minuten. Robert selbst sprach dann plötzlich auch in einem sehr perfekt guten Deutsch, obwohl er eigentlich gebrochenes Deutsch spricht. Nicht nur das, zu sehen waren auch eigenartige Lichterscheinungen, die dort zustande gekommen sind. Zuerst dachte ich mir, es wären vielleicht Lichtreflexionen oder irgendwelche Staubpartikel, die in diesem Raum sich befinden. Aber dem war leider nicht so. Man konnte erkennen, dass einige dieser Lichtobjekte einfach durch die Wand verschwunden sind. Ja, meine lieben Freunde, ein sehr interessanter Beitrag. Und es hat bisher immer sehr gut funktioniert mit einer Rückführung, bis auf zwei oder drei Leute, die wesentlich vielleicht nicht so arg konzentriert waren. Und wenn ihr mehr davon haben möchtet, schreibt das einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, in den Videobeschreibungen unten findet ihr auch den Link dann zu, direkt zu dieser Familie. Und ich wünsche euch schon das Beste. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde.